Hallo und herzlich willkommen zu einem Geburtstagsspecial für den YouTuber, die Garde der Löwen, Kion. Die Garde der Löwen, Kion. Auf jeden Fall, Happy Birthday erstmal von mir. Ja. Mit den Worten hoffe ich, dass du jetzt erstmal einen schönen Geburtstag hattest, der am Donnerstag war. Also ich war Glückwunsch nachträglich. Ich fand nicht sorry, dass das auch so spät ist. Okay, gut, dann entwickle ich hier erstmal wieder an meine Bergstrecke machen. Ja, auf diesem Grund. Oh ja. Ja, also auf jeden Fall, diese Folge geht es nur um den YouTuber, die Garde der Löwen, Kion. Ja. Ich habe ihn natürlich auch auf Steam. Wir haben ein bisschen auf Google Plus gequatscht. Ja, auf jeden Fall. Ich werde jetzt ein bisschen was über ihn erzählen. Er ist eigentlich ein super toller Freund. Also sozusagen kann man schon sagen. Also, er hat mich schon als toller Freund vorgestellt. Ja, also dann. Stell ich jetzt auch als Freund vor, also aber sozusagen als bester Freund. Ja, okay. Auf jeden Fall. Ja. Ja, wie ihr seht, hört ihr mal. Ich habe eigentlich nur Musik im Hintergrund. Das ist die Musik von No Copyright Sounds. Ich habe jetzt mal nur die Playlist angemacht. Hoppala. Ja. Warum habe ich diese Playlist angemacht? Ich habe mir dann so eine kleine Playlist zusammengestellt, das waren Lieblingslieder von MCS. Ja. Und jetzt? Ja, ich bin jetzt heute mal EP13 unterwegs. Ja. Ich wollte noch mit dieser Oberleitung, mit der ich weiß, ich habe jetzt, hier, diese LW1 Oberleitung. Ist mir aber noch schwierig, deshalb habe ich das erstmal mit dieser hier. Ich mich da schon auskenne. Okay, guck mal, das ist ja praktisch. Ja, ja, der Endmaß von der SPD. Endmaß, da. Ja. Ja. Ich habe das irgendwie leider keine Ahnung, warum das hier andauernd so macht. Ja, also hier soll jetzt bald die DB Regio fahren. Ja. Warte mal, 1227. Ministerien, da müssen wir das mal machen. Aus dem Grund. So, jetzt gefällt mir das schon besser. Ja. Die werde ich jetzt natürlich so einen schönen Schweizer tunnel. Ein Gleis. Ich glaube, das ist jetzt so ein Schweizer tunnel. Ja. Ja. Auf jeden Fall, jetzt werde ich hier erstmal das Stück hier mal machen. Ja, jetzt werde ich da erstmal das Stück da mal ein bisschen
Maschinen da austauschen. Warum? Ja. Ihr könnt euch sicher erahnen, damit es hier ein bisschen auch einen Sinn ergibt. Mein Ziel ist doch hier die Bergstrecke, weil das ist schon ein gutes Stück zu überwinden. Oh, das ist zu klein. Hm. Und will ich dann noch einen anderen Tunnel. Sorry Leute, aber in dem Fall muss ich auch einen anderen Tunnel ersetzen. Ja, nee, meine ich. Ja. Ja, hier habe ich was. Ah, das sind diese alten Tunnel. Ja, geht auch. So, das sieht doch schon mal nice aus. Ja. Everything changes. Hm, ich muss mal kurz da hoch, weil ich auch noch einen zweiten Tunnel gemacht habe. Jetzt, da ist er. Ist er ja. Ich hatte keinen Bock großartig, dass ich in der Brücke noch ich dann das Land da zerstöre. Ich meine, es ist viel realistischer so, ne? So ein Tunnel, ne? Ja, jetzt muss ich das Stück da erstmal ersetzen. Okay, das geht auch erstmal als Ersatz. Ich muss hier noch ein ganz großes Stück überwinden. Ja. Auf jeden Fall. Ah, warte mal, ich hab's vergessen. Ja. Tion, oh Gott, die gerade diesen Tion, falls ich frage, warum ich jetzt nicht Steinmusik höre, ich mach so Sicherheitsgründen, bevor ich da irgendwie Ärger kriege. Ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwie eine Lizenz schon muss. Ich höre deshalb die Musik von No Copyright Sound. Und zwar die Musik, die ich auch kenne. Scheiße. Ja. Ich hoffe, du verstehst es. Werde ich jetzt auch nicht verletzen oder so. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ich hoffe, es ist okay für dich. Ja. Den Worten, ja. Ja. Erstmal in einen langen Tunnel. Ja, dann wird die Bergstrecke fertig. Auf jeden Fall da oben. Wir kommen jetzt erstmal so alte Signale hin.
Ja, erstmal muss ich hier ein Stück dann machen. Jetzt kommt da erst auf jeden Fall erstmal ein Signal hin. Ja, hier sollte die Regel natürlich am Start sein. Ja, das ist jetzt hier mal eine Ausnahme, dass hier mal die Regel noch fährt. Ja, warum denke ich, ich jetzt bestimmt hier mache ich jetzt die Regio. Ja. Das ist halt eine Verbindungsstrecke. Damit man jetzt hier auch da hochkommt. Mhm. 10 Minuten habe ich noch. So. So. Ich möchte mal da hoch auf den Berg, damit er jetzt ein paar Signale hat. Wir werden einen Test machen. So, hat das funktioniert? Ich hoffe ja. Und ich habe jetzt schon ein bisschen dran gesessen. Jetzt machen wir hier das die Texturen dann neu. Ich habe wieder keine Hüte. Ja. Das Stück gehört mit der DB. Ja, ich kann da noch ein Signal hin. Dann ist 60. Nein, das ist nicht.
So. Da hat man schon ja auch ein altes Speckheld, das auch immer noch Betrieb ist. Ja. Ich denke mir eine Geschichte aus. Ein bisschen Geschichte mit auch sein. Ja, okay. Das ist schon eine schöne Strecke. Wo ist denn der Düsenzug jetzt? Da. Das ist schon knapp über 1500 Meter Umzug ungefähr. Da kommt die nicht zum Vorschein. Ja, da fahren dann noch Autos noch geil. Ja, ich habe noch ein bisschen schief gelaufen. Aber gut. Ja. Jetzt, was ich das mache. Ich mach weiter hin auf Fett. Da. So. Ja, okay, das ist jetzt, ich hab die Zeit unter Bösen erwähnt, aber wir hatten diese Aufnahme trotzdem auch schon eine geschafft. Und das habt ihr mal gesehen, was ich so mache, ne? Ja, ich hab auch die Signalsteuerung ein bisschen schon kapiert. Ja, gleich die Leuchte. Ja, der dreht. Jetzt ist es jetzt, ja, schon ein bisschen komisch, weil. Ich weiß ja mal gar nicht, das ist jetzt die Regio. Und das schon Stück ist schon doch schon Scheiß. Jetzt frage ich jetzt, warum ich hier noch den Erster der Bahn genommen habe. Ich weiß, ob wir sind so Erstwert werden. Also sind nicht direkt, sondern ja, ein bisschen Fantasie. Soll aber Erstwert sein. Aber ein bisschen neigebaut und ein bisschen Fantasie statt. Ja, erstmal gucken wir da, wann natürlich doch was kommt. Guck ich jetzt mal. Und jetzt da über. Ja. Da über, ja. Ja, das ist jetzt schon im Schnee. Und ich will auch wieder auch noch so ein Haltepunkt zu machen. Ja, das ist der höchste Punkt für die Deutsche Bahn. Dass auf dieser Höhe noch Fahrverkehr läuft, das ist nur ein EEP möglich. Ja, da war jetzt noch ein bisschen so. Ja. Jetzt kommen wir ein bisschen dicker hin. Das heißt, da müssen sie winterlich wirken. Ich will ein bisschen was brennen, ne? Ja. Das sieht ganz schön schön aus. Ja. Jetzt das Signal ist auf grün gestellt worden. Na, diese Privatbahn sollte auch bald fahren.
Spannende Sache, muss ich schon sprechen. So, das müsste jetzt auch hier auf Falt gestellt werden. Und eingleit ist das kein Problem. Ja, wenn ich noch meine alte Schaltung an. Ja, meine alte Schalterfahrung. In der Reichweite auf jeden Fall zu gehen. Das ist ein paar nach Speichern, das gerettet ist. So. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich jetzt schon. Ich dachte, ich jetzt schon mal. Ich glaube, dann muss ich auch Schluss machen. So, das heißt, ich nehme mich auf. Ich muss kurz einen Test machen. Funktioniert. Das ist super. Jetzt gucken wir mal alles, aber wirklich alles ist. Nicht zu spät, aber gut, aber ja. Läuft. Speichern. Damit kann dieser Typ jetzt frei fahren. So, mit den Worten verabschiede ich mich dann. Und ich hoffe, das Geburtstagsvideo für Battle Living 4 hat euch gefallen. Ja, mit den Worten ist es Zeit, mich zu verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dass ich jetzt auch hier. Mir gefällt schon dieses Stück hier. Ist das. Ich habe jetzt wieder viel geschafft. Und jetzt hat die Anlage wieder ein neues Stück bekommen. Ja, und da fällt es auch gerade wieder vor Freude. Jetzt der LKW los. Ja, mit den Worten. Verabschiede mich. Tschüss, euer Pepsi-Sonat.